Check this out. So Leute, und in diesem Sinne, grüß die Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Farm Life. Ja, und das täglich leid, wie letzte Woche, auch ich bin immer noch alleine. Ich mache immer noch den Einmannbetrieb hier auf dem Hof. Da ich immer noch am selben Abend hier am Aufnehmen bin, wir haben Ostersamstag und ja, die Jungs, die sind alle, Jason und Daniel bei der Family, weiter weg und Marcel hat die Family von weiter weg zu Hause, weswegen der keine Zeit hat und dementsprechend schlage ich mich heute Abend alleine durch hier. Ja, und ich bin jetzt mal so vorgeschlafen von Mai in den Juni rein. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen durchgekickt, was wir so zu tun haben und das ist erstmal einiges. Wir müssen uns erstmal ein bisschen um die Tiere kümmern. Flitzen jetzt erstmal zu den Hühnern, holen die Eier da raus, dann müssen wir die Hühner füttern, wir müssen die Kühe füttern. Dann müssen wir uns noch um ein, zwei Produktionen wieder kümmern, wir müssen Zuckerrübenschnitzel in die BGA reinrotzen, das müssen wir uns jetzt immer schön merken, weil wir da immer was reinknallen, weil wir davon einfach viel zu viel haben. Das ist so das Einzige, was mich nervt hier, ne? Also das ist ja cool. Also anfangs habe ich ja die Brücke immer noch abgesetzt und rückwärts reingeschoben. Ich kann ja halt auch, mittlerweile mache ich das ja, ich fahre hier einfach rückwärts rein, weil das Gefühl so gerade eben passt. Aber es stört mich, dass ich für jede Palette einzeln immer einmal drücken muss, dass er die aufladen soll. Also wie bei den Fischen und so macht er automatisch. Alles andere lädt er automatisch. Wenn ich daneben fahre, zack, zieht er dazu auf. Nur bei den Eiern macht er das nicht. Ich weiß nicht warum. So, war der erste Stall. Ich überlege anfangs, wie wir die immer noch mit dem Gabelstapler rausgefahren haben. Ja, ansonsten, wenn ihr die Folge jetzt hier so gesehen euch ansieht, dann ist der 20. April schon wieder. Das Schöne daran ist, ich brauche nur noch dann eine Woche arbeiten, dann habe ich zwei Wochen Urlaub. Wo ich mich mittlerweile auch schon ziemlich drauf freue. Wir haben zwar jetzt aktuell das schöne, lange 4 Tage Osterwochenende. Und eigentlich darf ich mich nicht beschweren, weil jetzt wegen Karfreitag und Ostermontag sind eh schon 2 Wochen nur 4 Tage Wochen. Und ich habe darauf die Woche halt einfach auch noch eine 4-Tage-Woche, weil ich den WrestleMania-Montag so gesehen Urlaub habe, dass ich von Sonntag auf Montag auch entspannt Mania gucken kann. Habe ich halt 3 Wochen hintereinander nur 4 Tage. Ja, und dann muss ich halt 2 Wochen komplett eben wieder 5 Tage arbeiten, habe ich 2 Wochen Urlaub und da freue ich mich doch schon ziemlich drauf. So, außer einige Sachen, die ich erledigen will, wie Frühjahrsputz, einmal die Bude komplett auf links drehen und ich will in meiner aus eigener Werkstatt so gesehen noch ein bisschen was umbauen und so und ja, dann so ein paar andere Geschichten, immer zum, mit dem Auto zum TÜV und mal richtig sauber machen und so was alle. Und ich freue mich drauf, weil ich mache es eigentlich, weil wenn ich 2 Wochen Urlaub habe, immer so, der Stadt ist auch leer, die erste Woche gucke ich, dass ich meine ganzen Aufgaben eigentlich alle erledigt kriege und die zweite Woche mache ich wirklich einfach Urlaub und bin einfach nur am Pimmeln und am Zocken. Und auf die Woche freue ich mich schon übertrieben. Die wird zwar meinen Schlafrhythmus wieder komplett aufs Übelste zerficken,
Weiß ich jetzt schon. Am Ende der Woche, wenn ich wieder arbeiten gehen muss, bin ich wieder im Rhythmus, dass ich morgens um 8 ins Bett gehe. Aber ist mir egal, ich freue mich drauf. Dann habe ich so gesehen zweimal im Jahr, weil ich nehme eigentlich immer im Mai und im August jeweils 2 Wochen Urlaub. Und da freue ich mich drauf. Vor allem auch zockertechnisch, weil ich so ein paar Sachen habe. Ich will unter anderem unbedingt, wenn ich Urlaub habe, hingehen und dann nach einem Jahr mal wieder auf meinen eigentlichen Hof im Landwirtschaftssimulator hier gehen. Wo ich ja damals schon mal ein paar Videos hochgeladen habe, da, wie ich da gebaut habe und so. Da war ich nämlich das letzte Mal im Ende April 23 war ich da das letzte Mal mal drauf gewesen und ich habe das ja halt immer wieder, dass wenn irgendwelche Mods Updates kriegen, Fahrzeuge oder auch Silos, Gebäude etc., dass die wegen dem Update dann verschwunden sind und neu positioniert werden müssen. Also ich befürchte, wenn ich dann im Urlaub auf meinen Hof drauf gehe, dass gefühlt die Hälfte weg ist und ich erstmal alles neu holen muss. Dazu sind natürlich dann fahrzeugtechnisch ein paar Sachen, die neu gekommen sind in dem Jahr, die ich dann sowieso da anschaffen werde. Dementsprechend habe ich auf jeden Fall vor, da mal ein, zwei Abende auch auf den Hof mal wieder drauf zu gehen, das Ganze zu streamen. Um mal zu gucken, weil ich da alle wieder neu bauen muss und was ich neu holen kann. Ich habe auch die ganze Karte, alle Felder noch voll mit Zuckerrüben, die will ich auch unbedingt noch runterhängen. Ich spiele zwar an sich nicht mehr groß auf dem Hof, aber ich habe da mal wieder Bock drauf, da mal so ein paar Abende drauf zu gehen. Deswegen will ich das unbedingt im Urlaub machen. Da werden dann aber mit Sicherheit auch die ein oder anderen Videos raus für euch auf YouTube entstehen. Ja, und ansonsten im Urlaub definitiv auch ordentlich wieder in Warzone reinsuchten, denn jetzt aktuell haben wir ja noch den 30.03. Und jetzt nächste Woche Mittwoch kommt endlich unsere heiß ersehnte Rebirth-Map wieder ins Game, wo ich übelst heiß drauf bin. Wird zwar mit Sicherheit nicht dasselbe sein wie damals im ersten Warzone-Teil, aber ich freue mich trotzdem drauf. Dementsprechend werde ich da auch wieder öfter reinsuchen. So, die Scheiße noch raus. Jetzt wird den einmal hier ab. Schmeiß uns einmal den Container dran, beziehungsweise drauf. Ich kann jetzt auch mit dem Auflieger die Hühner und so füttern, aber irgendwie habe ich gerade Bock, mit dem hier auch mal ein bisschen zu fahren. Dann sowieso erstmal gucken, futtertechnisch, was wir für die Hühner noch haben, weil wir hatten, glaube ich, nur noch 20.000. Ach, jetzt habe ich den LKW da noch drunter stehen. 20.000 Liter Sogumir so oder so. So, zu weit wegstellen brauchen wir nicht, weil wir brauchen den auf jeden Fall gleich noch. So, da wollen wir mal gucken. Sogumirse, 20.000. Was haben wir denn? Weizen haben wir auch nichts mehr. Gerst haben wir auch nicht mehr viel. Das wird jetzt lustig. Wir haben den ganzen Klabatsch angesät und da wird auch einiges jetzt von ready im nächsten Monat, aber jetzt aktuell ist gerade ein bisschen der hier. LKW, bitte bremsen, danke. So. Ja, ist auch wunderbar, da habe ich die Klappe wieder komplett davon wegdrückt.
Ja, bevor wir jetzt die Gerste da noch rauspopeln, also das nützt nichts, wir müssen mal eben ein bisschen Sogomese kaufen. Aber das ist ja nicht so wild, also Geld, da liegt es nicht dran, da haben wir genug von. Nein! Ach, ich wollte gerade noch sagen, ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder umkippe mit dem Container drauf. Und zack, da liege ich auch schon. Immer dasselbe. Echt? Aber das war schon immer, ey. Die LKWs mit den Containern drauf, die kippen so verdammt schnell um. Komm, Prinzessin, entspann dich mal. Wieder auf den Boden der Tatsachen zurück hier. Müssen arbeiten. Keine Zeit für Mittagsschlaf. Also der Container, der ist echt nicht gut hier zum Hühnerfüttern. Also gucken, ging hier noch was rein oder? So, ist auch voll. Auch voll. So, dann hauen wir den Rest mal wieder ins Hofsilo rein. So, da draus, wieder drunter. So, müssen wir ein bisschen Mais laden. Wir müssen nämlich bei der Fischzucht noch wieder Mais auffüllen. Langsam, sachte, nicht wieder schlafen legen. Diese Abladestelle verstehe ich auch irgendwie nicht. Also irgendwie fehlt dir das Gitter im Boden. Ich kipp's halt ins Pflaster rein. Hä? Wieso geht alles? Wie viel ging da denn nochmal rein? Ich dachte, da ging nur 6000 Liter oder so rein. Fischzucht. Da ging 20 rein. Da muss ich nochmal wiederkommen. Scheiße. Dorfkinds, ja, wunderschöne Ostern wünsche ich dir auch. Hast schon ein paar Eier gefunden oder suchst du noch? Gerade Osterfeuer angeheizt. Ja, das ist vernünftig.
So, da kommen wir fast Punktlandung. So, dann haben wir das, dann haben wir das. So, Zuckerrüben hatten wir nicht mehr. Mischration ist eigentlich soweit noch alles drin. Nur die ist bald voll, aber da holen wir gleich eh was raus. Da ist noch Gras drin. Fermentierer-Silo hat auch noch Gras drin. Da können wir auch, ja, können wir ein bisschen Silage noch abbunkern, muss aber jetzt nicht. Können auf jeden Fall noch Zuckerrübenschnitzel eben in die BGA reinbumsen. Hier ist auch schon wieder voll. Aber wir haben auch noch ordentlich was auf Lager, also das kann erstmal so stehen bleiben. Da brauchen wir auch nicht ran. Gülle, Mist passt soweit auch. Hier ist noch alles blau, das ist wunderbar. Pizza, da müssen wir gleich mal nachgucken. Dann. Warte mal, da müssen wir gleich gucken. Was war das andere jetzt? Kühe muss ich noch füttern und ach stimmt, Zuckerrübenschnitzel in der BGA. Oh, er hat auch direkt wieder hinten aus der Anlage. Zigarettchen an in der Zeit, wo der im Laden ist. Was glaube ich auch ganz lustig wird, wenn ich in meinem Urlaub mal wieder auf meinen alten Hof drauf gehe. Also wenn ich da mal wieder sehen werde, was ich damals da gebaut habe und so, werde ich wahrscheinlich erstmal mit dem Kopf schütteln. Ich meine, ich habe hier bei Farmlife teilweise auch noch ziemlich groß gebaut, so wie hier jetzt sind viele große freie Flächen und so, aber... Ach, nicht schon wieder! Ich hasse es! MAN, wie oft noch? Es ist keine Zeit für eine Pause. Nee, aber wenn ich überlege, so ein bisschen, was ich früher gebaut habe, auch beim Hof und so, also was Bauen betrifft, habe ich schon ein bisschen schöner gebaut und dazugelernt hier bei Farmlife. Also habe ich schon mehr Wert auf Details und so gelegt, als wie bei meinem Hof. Also wenn ich meinen regulären Hof nochmal bauen würde, würde ich das wahrscheinlich komplett anders machen. Also nicht den Haupthof, den nicht, aber was ich da so an Erweiterungen gemacht habe. So, mal gucken, was da noch reingeht. Bremsen, 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 bremsen. Nicht wieder schlafen legen. Den zieht er sich ja auch noch komplett rein. Muss er Ding nicht jetzt mal voll sein? Zuckerrübenschnitzel. Ach, da gehen 90.000 Liter rein. Ja, das passt halt ja genau. Jetzt sind wir zwei Container.
Gut, haben wir das auch. Dann können wir den Container wieder absetzen. Können den anderen wieder aufziehen. Denn wir müssen, wenn ich mich richtig erinnere, im Juni noch Pizza verkaufen. Ich sollte da nochmal in meine Liste reingucken, aber ich meine, im Juni stand Pizza. Ich werde jetzt mal hoffen, dass die jetzt nicht so ein Payout bringen wie die Mayonnaise, weil langsam wird das echt albern. Also. Der Mayo war ja letztes Mal wo mal einmal lustig, aber an sich kriegt man viel zu viel Kohle dafür. So, dann gucke ich mal in meine Liste rein hier. Juni, Pizza Margherita, Pizza mit Ei. Es sind nur zwei. Margherita und Ei. Ja, da muss ich jetzt erstmal gucken, was der mir da hingestellt hat. Bei der Pizzeria. Weil da kommen ja vier verschiedene raus. Mir fällt gerade ein, hier vorne wollte ich auch noch eine Straße gebaut haben. Hier so, hatte ich überlegt. Ach ja. So. Giovanni, hast du Pizza fertig? Hab ich gehört. Und hier steht keine Pizza. Warum hier steht keine Pizza? Ich hier nichts zu verstehen. Hier müsste Pizza stehen. Ach, die steht auf Verteilen. Deswegen steht da keine Pizza. Stimmt, die habe ich auch verteilen gestellt, damit der nicht alles durcheinander dahin packt nachher. Weil ich nicht wusste, wie er das sortiert. Da war was. Ja. Weil der hält die nicht trotzdem hier drin, weil in der Palettenlager kein, passt die nicht rein. Deswegen bleibt die hier drin. Gut, das war die Margarita und die mit Ei. Irgendwie sieht das lustig aus, so haufenweise Pizzen auf einer Europalette. Wieso kriege ich sowas auf der Arbeit nicht angeliefert? Das wäre wenigstens mal eine Lieferung, wo ich mich drüber freuen würde. Eine Europalette voll mit fertigen Pizzen, ey. Da wäre die Mittagspause gerettet, aber sowas schon. Also. Ja, jetzt doch, ja, jetzt, later. Irgendwie sah er gerade komisch aus. Weiß nicht, was der da gerade macht. Jetzt sind sie bei 500, jetzt sind wir bei 700, 800, 1000. Er lädt und lädt und lädt und lädt. 2000. Jemand passt hier doch nicht. Ich habe da fast 8000 Liter von jeder jetzt da drin gehabt. Da sind jetzt noch um die zwei so gesehen drin. Also er hat sechs von jedem raus. Also müsste ich 12.000 Liter eigentlich innen drin haben und nicht zwei. Was ist denn das schon wieder für ein Fail hier? Ich habe jetzt 2000 Liter Margherita Pizza. Ja, wo sind die restlichen 4000? Und wo sind die 6000 mit Pizza mit Ei? Giovanni, du ziehst mich über die Tische. Das ist ja nichts Gute.
Das ist keine gute Geschäfte für mich. Du mich verarschen. Ich dass er nichts so gut findet. Scheiß drauf. Ich gucke in der Liste, wo ich die Kacke verkaufen kann und gut. Pizza, 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 Pizza Margherita. Stimmt, wir haben extra eine Verkaufsstelle für Pizza. Das ist, glaube ich, dieses Gitter, was da im Boden ist oder so. Giovanni, ich komme wieder. Dann ich hier wieder meine restliche Pizza. Du kleine Arschloche. Keine Ahnung, was dann wieder von Fail ist, da, dass ich die Pizzen da nicht rauskriege. Weil da wir es finanziell eh nicht so nötig haben, kackt der Hund drauf. Okay, der Trigger ist auch so ein bisschen fehlerhaft. 17.000, ja, der hat jetzt wirklich nur 2.000 Liter verkauft. Also, keine Ahnung, wo die restlichen 10 sind. 4.000 Liter Margarita fehlen und 6.000 Liter Pizza mit Ei fehlen. Die sind einfach weg. Ja, warte, wir können rechts rumfahren. Ja, wenn wir hier sind, können wir eben tanken. Ich weiß definitiv, ich gehe zu Giovanni privat keine Pizza essen, weil er muss ja auch Angst haben. Weißt du, bestellst dir eine Pizza, bezahlt sie und nachher kriegst du nur ein Stück auf dem Teller. Also, das ist ja Wachsverarsche. So, dann haben wir das jetzt auch erledigt. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall noch die Kühe füttern. Dann müssen wir wieder 100.000 Liter Futter rein. Ich würde am liebsten da 2 Millionen reinknallen. Aber leider geht das nicht. So. Stellen wir den Kollegen erstmal hier ab. Durch den Busch. Okay, die Bambis werden auch schon irgendwie nicht mehr richtig angezeigt. Ich glaube, der Server hat so langsam dezente Probleme, hier immer alles zu laden, bei dem, was ich hier schon gebaut habe. Wenn ich hier kriegt. Achtung, Bambi! Weg da! Der Klassiker, die Pizza wird mir verwehrt, aber die Bambi springen wie vom Kühlergrill. Ich glaube, den Mist, den müssen wir da auch langsam mal rausholen. Oder halt mal wieder mit Mist düngen, aber damit geht am besten eigentlich wieder, wenn du zu zweit bist. Na gut, kannst du auch alleine machen, aber...
könnte ja gleich mal gucken. Vielleicht habe ich gleich noch irgendwie was gedüngt werden muss. Aber eigentlich nicht. Es ist eigentlich alles gedüngt. Also alles zweimal gedüngt. So. Hauen wir den Rest hier ins Hofsilo rein. Dann haben wir für heute eigentlich auch schon wieder alles erledigt, glaube ich. Ja, die Eier, da muss ich erst aktualisieren. Ah, nee, stimmt, die Schweine müssen wir noch füttern. Die Schweine! Ja, komm, dann holen wir das aus der Futteranlage raus eben. Wäre eh ziemlich voll. Schweine für die. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da reinging, aber ich lasse den Auflieger jetzt einfach mal im Volllaufen. Und den Rest wieder ins Hofsilo rein. Ich glaube, das dauert auch nicht mehr allzu lange, dann ist unser Hofsilo irgendwann mal voll. Wir haben mittlerweile auch so viel Futter drin haben. Wir können es gefühlt noch 5 Schweineställe und 3 Kuhställe hinstellen, bei dem, was wir an Futter haben, ey. Könnt ihr ruhig mal ein bisschen schneller beladen. Nee, warte, hier lang. Hier lang! Ja, hier rausfahren. Boah, ich bin schon wieder ganz schön müde, ey. Ups. Einmal kurz auf die Uhr gucken. Zack, vom Baum. Ja, es ist 20 vor 11. Ich bin mal 12 Stunden wach, warum bin ich denn schon wieder müde? Oh Mist, ist auch schon wieder ganz schön mit dir. Wie sieht's denn aus, Stroh? Ist noch drin? Ich sehe auch gerade, es gibt hier gar keine Anzeige für Mist. Also, wie ist denn da hier das Limit? Ich glaube, das Limit, das ist erreicht, kann das sein, weil wir sind glatt auf 50.000 Liter. Dann sollten wir vielleicht den Mist nochmal rausholen.
wie sieht das denn aus bei der Kühe mit dem Mist? Zeigt er denn da an? Strohgülle, ja, da zeigt er auch nichts an. Viel geht da nämlich nicht mehr rein. Ach mein Gott, ey, warum bin ich denn jetzt so müde? Nervt. Achso, ne, hier zeigt er das nicht an, weil der separat ja ist. Der Mist. 809, 800, 389.000 Liter sind hier drin. Ich glaube, eine halbe Mille geht da rein oder so. So, dann lassen wir den erstmal in mir stehen. Jetzt komme ich da echt durch. Scheiß drauf. Mein Gott, jetzt muss er hier rumlaufen. Ich halt hier rum. Wieso ist mein Lenkrad eigentlich schon wieder nicht runtergeklappt hier? Eine Klappe öffnen, was macht der denn dann? Macht der hinten die Klappe auf? Lull. Wusste gar nicht, dass das geht bei dem, ne? Lenkmodus, Joystick, Lenkrad so. Wie steht der immer auf Joystick? Ich mag das nicht optisch nicht beim Fahren, wenn der Lenkrad hoch steht und sich nicht bewegt. So. Ach mein Gott, ey. Schaufel immer die richtige Höhe zu finden. Gerade mit dem Bodenwillen hier. Dann können die meiner Meinung nach gerne nochmal irgendwie so eine Art Schwimmmodus. Gibt es ja in Wirklichkeit auch. Dass du das einfach runterdrückst, Alter, und der geht auf den Boden und bockt nicht gleich den ganzen Radlader auf. Und die Schaufel, die hat auch irgendwie einen Fail, weil. Wenn ich das jetzt von hier angucke, wenn ich gucke, in was für einem Winkel die steht. Also eigentlich ist eine Schaufel so konzipiert, dass oben drauf diese Fläche, wenn die praktisch gerade ist, also so ungefähr, dann muss unten die Schaufel eigentlich auch gerade sein. Weil, also wie hier, du kannst ja in der Innenansicht eigentlich gar nicht fahren, weil ich dann einfach nicht vernünftig das sehen kann mit der Schaufel.
So wie jetzt auch, dann kannst du wieder nicht normal fahren, weil er den schon wieder aufbockt. Stört mich immer so ein bisschen. Deswegen wäre so ein Schwimmmodus dafür nicht verkehrt. Wenn du ihn runterdrückst, der einfach nur stumpf auf dem Boden auffliegt, aber nicht gleich den Radlader aushebelt. Bisschen geht noch. Überlegen, wir könnten auch eigentlich mal eben gucken hier. Hier drin mal eben ein Foto machen. Ja, eigentlich. Zack. Ganz cooles Thumbnail. Ne. Muss schaffen hier auf das Gitter drauf zu springen. Aber wir gehen von der Futteranlage hoch. So. Vorne die Scheiße mitkriegen. Zack. Na, du Sau. Och, Balken davor, ja, siehst du nichts. Wieso gibt der denn jetzt immer wieder was aus, Mann? Was soll das denn? Jetzt halt die Kacke doch da drin. Ach, leck mich doch.
komme ich halt noch mal hier reingefahren. Weil ich sitze halt genau vor dem Schaufel. So, Abfahrt. Ich würde sagen, da wir in dem Misthaufen bei der Kühe auch schon so viel Mist haben und im Hofsilo auch noch was sein müsste, gehen wir jetzt einfach mal hin. Moment. Mal gucken. Gehen wir hin und hauen halt einfach in die BGA rein. Ja, wir können gleich noch Honig abholen. Oh, da steht ja noch eine Werkbank. So, dann wieder rein in den MAN, den Honig abholen. Das vergesse ich nämlich gerne mal, weil das so außerhalb gefühlt ist vom Hof. Das ist auch noch so eine Ecke, wo ich noch nicht weiß, da muss auf Dauer ja noch mal jemand hinter der alte BGA-Gelände. Das ist bis jetzt nur diese Honigecke. Die ist da auch schon seit an und dazu jetzt. Ich weiß auch nicht, was ich da sonst noch hinmachen soll, großartig. Abflug! Hui!
So, was da? Also, das spawnt noch was nach. Aha. Aha. Aber wieso kommt hier jetzt Palette für Palette? Was ist das schon wieder hier? Dann lassen die Fläche erstmal wieder voll machen. Nehmen wir das erstmal mit. Ich weiß gar nicht, wann haben wir eigentlich Verkaufsdings für Honig? Das kann ich mal eben in der Liste nachgucken. Weil Honig wird auch, das ist so ein Ding, das verarbeiten wir gar nicht weiter. Das lagere ich nämlich immer ein. Im März hatten wir Honig. Ist noch irgendwo Honig, irgendein Monat. Nö. Aber ich glaube, ich hatte da auch Honig verkauft. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht. Wenn man ins Lager gucken. So, wo steht er denn? Da unten 11.779 Liter. Ne. Dann haben wir den Verkauf letztes Mal. Dann ist hier nämlich nur einmal Honig drin. Eine Fuhre. Wenn ich den nämlich nicht verkauft hätte, dann wäre hier mehr drin. Gut. Haben wir das auch? So, feldertechnisch. Sagt dann, die Wiesen sind reif. Die sind aber in der ersten Wachstumsstufe. Die brauchen noch ein Dach. Und wenn ich ansonsten gucke, sehe ich schon auf der Insel und oben rechts und so und in der Mitte vereinzelt eine ganze Menge dunkelgrün. Das sind nämlich die Felder, die im nächsten Monat reif sind. Der nächste Monat ist ziemlich nah, denn für den Juni haben wir alles erledigt. Gedüngt ist alles, bis auf die Wiesen halt, aber die düngen wir ja nicht. Das heißt, wir können schon wieder schlafen gehen. Aber bevor ich jetzt wieder hier schlafen gehe, werde ich mich erst von euch verabschieden, denn wenn ich wieder auf die Uhr gucke, ist ja die Folge soweit wieder, sag ich mal, im Kasten. Lang genug. Soll ja auch nicht zu lang werden. Und ich werde jetzt dementsprechend mich von euch verabschieden. Und dann gleich in den Juli vorspulen. Also ich werde definitiv noch eine Folge jetzt alleine aufnehmen. Das heißt, wir können wahrscheinlich gleich anfangen, irgendwelche Klamotten zu ernten. Und ich werde hingehen und werde jetzt gleich die Zeit, aber erstmal, bevor ich schlafen gehe im Spiel, ein bisschen hochstellen, dass die ein bisschen schneller läuft. Wir werden den Auflieger vollschmeißen, eben mit Zuckerrübenschnitzel und werde über den Tag hin nochmal eben ein paar Rübenschnitzel durchballern, damit wir mal ein bisschen was davon wegkriegen. Weil ich sehe sonst auf Dauer ziemlich schwarz mit unserem Hofsilo. Das wird nicht mehr viel Kapazität frei haben. Aber gut. Da kriegt ihr halt jetzt dann nicht so viel von mit, aber das ist jetzt auch nicht so sonderlich spannend. Wir sehen uns dann dementsprechend nächste Woche Samstag wieder und ja, sehen uns dann so gesehen im Juli wieder, wenn es heißt, wir haben Felder zu ernten. Dann geht's mit dem Turbodrescher wieder los. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst dem Ganzen gerne ein Däumchen nach oben da, das würde mich freuen. Schaltet morgen um 15 Uhr auf dem Kanal vorbei, da kommt dann wieder für euch eine Folge Call of Duty Black Ops 2. Das ist von unserer Aufnahme, die wir hatten, die letzte. Das heißt, wir sind dort im Zombie-Modus unterwegs. Und ja, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag, macht es gut und hallo, tschüss.
Komm und will den Matzenruf. Oh.